Das Besondere an einer Posaune ist ihr Zug, der so von alleine laufen soll mit seinen 7 Positionen. Die meisten kennen sich damit ganz gut aus. Und dann gibt es Instrumente wie diese Posaune hier, die haben noch eingebaut ein sogenanntes Quartventil. Also das ist das Ventil und das ist die Länge von diesem Rohr ergibt eine Quarte. Das ist ungefähr so viel wie vom 1. zum 6. Platz auf der Posaune. Und das heißt, das Instrument wird damit um diese Länge länger, sobald ich mit dieser Mechanik das Rohr dazu schalte. Soweit ist es, glaube ich, vielen klar. Quartventil, weil es um eine Quarte, also um 4 Tonschritte größer wird. Viele nutzen das Quartventil einfach als Spielhilfe, um sich genau diese Länge sparen zu können. Normalerweise geht der Wechsel zwischen B und F so, der kommt im Bass schon mal vor. Das kann ich jetzt nach da hinlegen. Und mir das sparen, was ich hier machen müsste. Das ist schon mal was. Oberhalb von diesem tiefen F liegt noch ein Ton, nämlich das C, was relativ weit vom Mundstück weg ist und für manche, die keinen so langen Arm haben, kritisch. Das kriege ich genauso. Mit dem Quartventil. Das wäre einfachste Form, Quartventil als Spielhilfe für die Töne F und C. Und jetzt genau einen halben Ton tiefer beim H und beim E ist es so, da bräuchte ich den 7. Platz, müsste also bis hier rausgehen mit meinem Instrument und das ist natürlich weit weg und gelingt manchen mit dem Arm auch nicht und diesen 7. Platz kann ich einfach auch sparen und statt das nutzen. Das wäre Quartventil als Spielhilfe. Wenn man das mal live anguckt, ich mache ein kleines Zitat aus einem Bläservorspiel von Werner Petersen, da in E-Moll, da habe ich ständig diese Wechsel zwischen E und H und dem tiefen E und so weiter. Normalerweise diese weiten Wege und mit dem Quartventil ich habe vorhin gesagt, dass dieses Quartventil die Posaune um eine Quarte länger macht, dann macht sie sozusagen aus der B-Posaune eine F-Posaune. Und ich habe jetzt mal hier für die F-Posaune die Obertonreihe hingeschrieben, dass man sich das einmal vorstellen kann. Die meisten beschäftigen sich nur bei den tiefen Tönen damit, aber oben drüber passiert noch eine ganze Menge und manches davon kann man tatsächlich auch nutzen. Also wir haben das Kontra-F, das große F, das C, F, A, C, den F-Dur-Akkord, das ist das gleiche C nochmal geschrieben, dann kommt das S, das G, das A und das B. Und am Ende ermöglicht uns die Kombination von B, den Obertönen in B und in F eine ganze B-Dur-Tonleiter zu spielen. Das ist vor allem spannend für Chorleiterinnen und Chorleiter, die dann im Tenor mal mitspielen können und doch noch eine Hand frei haben, aber auch fürs Hirn sehr anregend. Wenn wir die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, ernst nehmen und sagen, wir haben jetzt im Prinzip eine um so viel längere F-Posaune, dann müssen wir erstmal gucken, was mit dieser langen F-Posaune mit dem Zug passiert. Der Zug ist normalerweise ausgerichtet auf die Länge der B-Posaune, dadurch ergeben sich die 7 Positionen. Jetzt, wenn wir das übertragen auf die um so viel längere F-Posaune, dann ist auf dem 1. Platz das F, auf einem tiefen 2.
mit Quadventile, das E. Auf einem noch tieferen dritten, der ist schon näher beim vierten, kommt dann das S. Fast beim fünften, ein bisschen noch drüber, wäre das D. Ziemlich genau am sechsten das Des. Und am siebten Platz, ein bisschen weiter draußen, kurz vorm Rausfallen, wäre das C. Was jetzt fehlt, ist das H. Das ist der Grund, warum es richtige Bassposaunen mit zwei Ventilen gibt, die dann auch in diesen Ton spielen können und unten wieder mit dem Ziehen einiges leichter. Aber dadurch eröffnet sich der Tonraum nach unten. Wichtig ist, dass wir einmal verstehen, ich kann jetzt unterm F weiterspielen. F, E, tiefer zweiter, S, noch tieferer dritter, D, ein bisschen weiter drin, ein fast fünfter, Des, sechster, Zes, kurz vorm Rausfallen am siebten Platz. Dadurch kann ich dann zum Beispiel auch eine große B-Dur-Tonleiter spielen. Ich übertrage dieses F aufs Quadventil, mache mit dem Quadventil weiter. Und kann dann diese große B-Dur-Tonleiter üben und mit ihr alle Übungen machen, die ihr kennt. Übrigens, wenn ihr soweit seid, übt auch mal die große C-Dur, die große D-Dur und die große S-Dur, damit ihr einen Anschluss findet an das Kontra-B und an diese tiefe Lage und da unten beweglich seid. Eine Kleinigkeit vielleicht noch zum Schluss, als eine kleine blastechnische Übung, habe ich hier angedeutet. Ihr seht zunächst einen F-Dur-Akkord, normalerweise. Kann ich auch mit einer Tenorposaune ohne Quadventil spielen. Mit Quadventil geht es ein bisschen leichter. Die Wege werden einfach viel kürzer. Und jetzt kann ich mit dieser Übung auch chromatisch abwärts gehen. Gehe zum Beispiel nach E-Dur, E-Gis-H-Gis-E. Wäre auf der Tenorposaune noch möglich mit siebtem und drittem Platz. Jetzt. Ja, das E und das H auf dem tiefen zweiten und das Gis ziehen wir ganz normal ohne Quadventil. Oder dann der S-Dur-Akkord. S, G, B, G, S. Dann nehme ich das B und das S auf dem tiefen dritten. Und habe noch kürzere Wege. Oder D-Dur, da ist es auch ganz wenig. Ja, wenn ich die Quinte, also das A, auch löse übers Quartventil, muss ich fast nichts mehr ziehen. Bei Des-Dur kann ich das sogar liegen lassen. Und bei C-Dur geht es vom siebten in der Mitte ein ganz kleines bisschen zum E zurück. Und dann seid ihr schon bei B-Dur, weil H-Dur könnt ihr nicht spielen. Also, probiert ein bisschen aus, was ihr mit dem Quadventil alles lösen könnt. Ich bin sicher, demnächst gibt es mal Hinweise, aber nicht von mir, wo ihr deine Bassposaune kennenlernt mit zwei Ventilen, wo man fast schon als Ingenieur studiert haben muss, um die vielen Kombinationen, die es dann gibt, zu erfassen.